In was für einem Deutschland wollen wir eigentlich leben? Wollen wir alle zu Opa ins Wiener Schnitzelrestaurant? Wenn jetzt jemand kommt und die einfachsten Argumente nimmt und uns an dieser Diskussion hindert, weil er die Argumente niederschreit. Ja, mein Lieben, der Musiker Smudo, dessen unrühmliche Rolle während der Corona-Jahre wir alle noch allzu gut in Erinnerung haben, kämpft wieder einmal voller Gratismut gegen rechts. Unsere Kollegen von News haben da mal was zusammengeschnitten. Und darauf möchte ich nun reagieren und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. In was für einem Deutschland wollen wir eigentlich leben? Wollen wir in einem Deutschland leben, in dem wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen oder wollen wir uns zusammentun und die schwierigen Fragen miteinander klären? Also ich weiß ja nicht, in welchem Land Smudo in den letzten Jahren gelebt hat, aber unser Lager, sprich die Konservativen, die Rechten und die Libertären, die haben niemanden ausgeschlossen, die haben niemanden dem Krieg erklärt, wollten auch keinem die Köpfe einschlagen. Es war genau andersrum, das andere Lager hat uns ausgeschlossen und wollte mit uns nicht zusammenarbeiten, mit uns nichts zu tun haben. Das wollen wir doch nochmal festhalten, mein lieber Smudo. Nun wird spannend, nun zählt Smudo nämlich die großen Probleme unserer Zeit auf und ich bin ganz sicher, dass auch die Migration vorkommt, denn schließlich ist es inzwischen Konsens, dass wir ein großes Problem mit der Migration haben. Hören wir doch mal rein. Soziale Gerechtigkeit. Nur mal unter uns, soziale Gerechtigkeit ist auch so ein Lehrbegriff. Es gibt überhaupt keine soziale Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit, das, was er darunter versteht, ist im Grunde eine asoziale Ungerechtigkeit, weil man immer den Leuten etwas wegnimmt, um es anderen Leuten zu geben. Klassische Umverteilung also. Das ist das, was unser Sozi hier will. Aber das nur nebenbei, soll heute nicht unser Thema sein. Krieg in Europa. Ja, Krieg in Europa. Warum interessiert ihn der Krieg in Europa so sehr? Warum interessiert ihn nicht der Krieg in, was weiß ich, wo auf der Welt? Keine Ahnung, wie viele Kriege es aktuell wieder gibt. Also ist für mich jetzt nicht so das Riesenthema, aber das ist mein persönliches Ding. Das kann jeder natürlich anders sehen. Wann kommt nun die Migration eigentlich? Klimakatastrophe. Wenn ich Klimakatastrophe schon höre, das heißt nicht mehr Klimawandel und einer Katastrophe macht es Smudo natürlich nicht. Ich frage mich eher, wann kommt eigentlich das mit der Migration? Rassismus. Der Mann in den kurzen Hosen ist, glaube ich, der Gründer des Vereins Laut gegen Nazis, auch wieder so eine linke Organisation, mit der man Geld abschöpfen kann, wo wir wieder beim Thema Umverteilung sind. Er zählt nun auch noch weitere Probleme unserer Zeit auf und er hat Rassismus als eins der ganz, ganz wichtigen Themen erkannt. Ich frage mich nur, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Rassismus? Antisemitismus. Antisemitismus, großes Thema. Gibt es tatsächlich Probleme, sehen wir in den Innenstädten der Großstädte. Aber wo kommt er denn her, dieser Antisemitismus? Kommt er von Deutschen oder kommt er vielleicht von Migranten? Würde ich mal drüber nachdenken, guter Mann. Homophobie, das sind so Themen. Homophobie, also die Angst vor Homosexuellen, habe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht. Und wenn wir uns mal anschauen, Angriffe auf Homosexuelle, auf Transmenschen und so weiter, auch da müssen wir wieder ein bisschen genauer hinschauen. Müssen wir uns fragen, wer hat diese Menschen dann angegriffen? Waren es Deutsche oder waren es vielleicht andere Leute? Also, meine Lieben, diese Heuchelei, sie ist wieder einmal, sie ist so schwer zu ertragen, aber wir sind ja tapfer, wir kennen das ja, wir machen mal weiter. Die uns beschäftigen. Das bleibt den beiden ja unbenommen, wenn das Themen sind, die beiden beschäftigen. Nur, was habe ich damit zu tun, was haben wir damit zu tun? Und vor allen Dingen, wo ist das Hauptthema, wo ist das Hauptproblem, wo ist die Migration? Wurde natürlich nicht genannt, ist ja klar. Wusste ich vorher. Auch gut, ich habe schon mal reingeschaut, ich hätte es aber auch so vorab gewusst. Wir beide gemeinsam arbeiten ja schon seit 20 Jahren für Jörns Initiative. Für was? Jörns Initiative. Für was? Jörns Initiative. Hä? Ich kann es nicht verstehen, tut mir leid, aber auch egal im Prinzip. Wir stehen halt für Respekt, für demokratische Werte. Ja, auch wieder so Schlagworte, Respekt und demokratische Werte und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist alles so. Oh. Wer sich mal überlegt, wo die fünfköpfige Familie heute Abend gemeinsam ins Restaurant geht. Da ist es wieder, da ist es wieder das Essensargument. Gleich kommt bestimmt, nee, der Döner kommt noch nicht einmal, ist ja der größte Witz.
Hört mal rein. Wollen wir alle zu Opa ins Wiener Schnitzelrestaurant oder die Kinder wollen in Club M amerikanische Hamburger essen? Club M, oh Gott. Übrigens, wir haben gar nichts gegen Amerikaner. Es gibt auch keine Probleme mit Amerikanern in Deutschland. Oder Mama möchte Sushi. Wir haben auch keine Probleme mit Japanern. Es gibt keine Probleme mit Japanern in Deutschland. Und Papa möchte gerne Froschschenkel. Froschschenkel, dieser bemühte Humor. Und gut, gehen wir darauf ein. Wir haben auch keine Probleme mit Franzosen. Froschschenkel sind allerdings verboten in Deutschland, soweit ich weiß. Gut so. Also wer diesen parlamentarischen Prozess des Abendessen-Gehens in der Familie kennt und weiß, da geht keiner ohne Kompromiss vom Platz, der kann das sehr schön in die Wirklichkeit des politischen Alltags übersetzen. Wenn jetzt jemand kommt und die einfachsten Argumente nimmt und uns an dieser Diskussion hindert, weil er die Argumente niederschreit, weil er Lügen verbreitet, weil er dem anderen nicht zuhört und weil er den politischen Gegner verunglimpft, verfolgen und vernichten möchte, statt zu sagen, ich möchte gerne deine Sicht der Dinge hören und ich möchte mit dir einen Kompromiss finden. Also genau das, was die Gegenseite macht, das andere Lager. Ein paar Sachen haben wir inzwischen übernommen aus reiner Notwehr. Aber wie gesagt, also man muss sich auch fragen, sind die beiden ein bisschen dumm? Also haben die das wirklich alles nicht mitbekommen? Oder stellen sie sich nur dumm? Ich glaube, sie stellen sich dumm. Natürlich sind sie auf eine gewisse Art und Weise auch dumm. Aber so dumm, dass man nicht mitbekommen hat, wer hier wen ausgrenzt, so dumm kann man überhaupt nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Dann ist das eine demokratiezersetzende Praxis. Nein, eine demokratiezersetzende Praxis ist, uns auszuschließen, unser Lager auszuschließen, die AfD auszuschließen. Und das ist genau das, was ihr macht. Glaube ich ihm sogar. Natürlich ist sie wertvoll für ihn, denn er lebt höchstwahrscheinlich von euren Steuergeldern. Er fühlt sich frei, weil er hält ja nur die Hand auf. Ihr dagegen, die ihr nicht vom Staat lebt, die ihr arbeiten geht, die ihr vielleicht selbstständig seid, die ihr, wenn ihr alles zusammennimmt, bis zu 70-80% Steuern zahlen müsst, es ist keine Freiheit. Das ist keine Freiheit. Das ist nah am Sklaventum. Aber so weit will ich gar nicht gehen, weil das würde die beiden Jungs hier nun komplett überfordern. Demokratie ist tatsächlich gegenseitiges Verständnis. Sie ist wertvoll für uns, weil wir frei sind. Und das zu verteidigen, das gilt es. Also diese... Aber wisst ihr was, meine Lieben? 20 Sekunden hätte ich noch, aber ich steige hier aus. Die beiden sind mir einfach zu blöd. Das bringt nichts. Es bringt nichts. Lass sie labern. Hau die rein, mach's weiter und bis später.